So. Auch wenn Brigitte noch nicht da ist, fangen wir, glaube ich, schon mal gemütlich an. Herzlich willkommen hier im Schlichtungssaal, kann man schon fast sagen. Also, ich weiß jetzt nicht, wo der Geißler saß, irgendwie hier so. Also, ich war es nicht. Büros, das hier neben mir sitzt. Und ich würde jetzt einfach an das Kampagnenbüro kurz übergeben, dass sich das die Leute vom Kampagnenbüro vorstellen und auch, dass ihr vielleicht noch dazu sagt, für was ihr dann verantwortlich seid. Nicht jeder ist dann Ansprechpartner für euch, aber ein paar davon sind dann schon ganz korrekt. Wer will anfangen? Ja, hallo. Ich nutze dann die Gelegenheit und lasse mal die Liste mit den Altmedaillennamen von unseren Mitarbeitern im Kampagnenbüro umgehen. Da könnt ihr auch Namen, Durchwahl und E-Mail-Adressen und auch die Aufgabenbereiche von jedem Einzelnen von uns sehen, so dass ihr in der Zukunft dann auch wisst, an wen ihr euch wenden solltet, wenn ihr irgendwas benötigt. Mein Name ist Yorgos Yordanidis. Ich habe die Aufgabe übernommen, das Kampagnenbüro von der organisatorischen Seite her zu leiten, auch in finanzieller und personalmäßigen Hinsicht. Und Carsten wird sich gleich vorstellen, wir teilen die Leitung des Büros. Carsten macht mehr die inhaltliche Kampagnenseite und ich mache mehr die organisatorische Seite auf Seite des Büros. Ja, ich bin Christine Staatsmann, ich bin für die Zentrale zuständig und ja, sozusagen, wenn ihr nicht wisst, wohin, dann dürft ihr euch an mich wenden. Tut mir leid, vielleicht zwei Worte. Also unser Büro hat zwei Hauptaufgaben. Die eine ist, der Kampagnenleitung Unterstützung zu leisten bei der Entwicklung der Politik und der Inhalte der Kampagne. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich zuständig für die Umsetzung dessen, was von der Kampagnenleitung, also für die Kampagne beschlossen wird. An der Stelle würde ich dann ergänzen, wir sind vor allem auch zuständig für den Service, für euch vor Ort, dass wir euch unterstützen mit Material, mit Infos, mit allem, was ihr benötigt, Veranstaltungen, meldet euch bei uns, ganz klare Aufforderung, dafür wurde das Kampagnenbüro geschaffen. Mein Name ist Carsten Preis, ich bin zuständig für die Kampagnenkoordination in der Doppelspitze mit Yorgos und mache hier das Ganze Zusammenarbeit mit den Agenturen und die Kampagnenelemente, die eher werblich und weniger organisatorisch sind. Für die Kulturarbeit zuständig, für Kampagnen zuständig, die bei euch draußen laufen sollen. Und meine größte Bitte wäre, dass ich nicht so im luftleeren Raum schwimme mit neuen Möglichkeiten und neuen Ideen, dass ich sehr viel Input von euch kriege, dass ihr mir schreibt, telefoniert, mich vollhaut mit euren Ideen, wobei das natürlich kein Wunschkonzert ist, ob wir dann alles erfüllen können, wissen wir nicht. Ihr kriegt von mir sowohl Referenten aus dem politischen Bereich, aus dem fachlichen Bereich, aber der Schwerpunkt meiner Arbeit wird darüber hinaus sein, noch überhaupt die Zielgruppe und auch die Außenwirkung, die Multiplikatoren und die Medien zu kriegen, ist die Kulturarbeit. Ich weiß nicht, wer mit war in Berlin, der hat so ungefähr eine Vorstellung, als wir mit dem Kulturprotestzug nach Berlin letztes Jahr gefahren sind. Das ist so ein Ansatz. Wir haben in der Bewegung sehr viele Kulturleute, sehr viele Künstler. Sich, das muss aber auch mal sein. Das muss einfach mal sein. Ja. Gut, gut. Thank you.
Donnerstag ist aber auch zum Symbol geworden für den großen Mut und für die große Entschlossenheit unserer Bürgerbewegung gegen Stuttgart 21. Dieser Kraft ist es zu verdanken, dass wir heute hier stehen. Diese Kraft wird uns auch erfolgreich in die Zukunft bringen und wird uns eine erfolgreiche Volksabstimmung bescheren. Gewalttätigste Polizeieinsatz seit Jahrzehnten in Stuttgart wurde von Polizei, Bahn und Politik. Das wird schon lange als groteske, bizarre und unmögliche, ja gespenstische Szenerie. Vordringen sollten, dann werden wir auch das zu verhindern wissen. Und wenn der Streit um dieses Projekt in eine ähnlich existenzielle und dramatische Situation wie vor einem Jahr am 30. September geraten sollte, dann werden wir wieder, und das ist ein Versprechen, zu zigtausenden da sein, mit zigtausendfacher physischer Präsenz blockieren und demonstrieren und demonstrieren und blockieren und blockieren und demonstrieren und Stuttgart 21 verhindern. Des Südflügels hieß es, das war's jetzt. Wir sind gestärkt daraus hervorgegangen. Nach dem 30. September hieß es, das sind Kriminelle. Wir sind gestärkt daraus hervorgegangen. Nach der Schlichtung hieß es, Stuttgart 21 Plus kommt. Wir haben auch diesen Quatsch verhindert. Vor der Wahl hieß es, ihr seid sehr sympathisch, aber ihr habt keine Chance. Wir haben die Wahl gewonnen. Nach dem Stresstest hieß es verzweifelt, vielleicht eine Kombilösung. Auch die ist vom Tisch. Und wir werden auch eine landesweite Volksabstimmung meistern. Natürlich wäre es gerechter gewesen, im Raum Stuttgart eine verbindliche Bürgerbefragung durchzuführen. Gerechter als eine Volksabstimmung mit Quorum und das dann auch noch über rechtswidrige Verträge. Aber liebe Kopfbahnhof-Freunde und Freundinnen, wann wurden wir jemals gerecht behandelt? Wann hat es im Streit um Stuttgart 21 für uns jemals eine faire Ausgangslage gegeben? Wir haben immer auf nahezu verlorenen Posten gekämpft und sind dann als Punktsieger immer daraus hervorgegangen. Denn wir haben ein Erfolgsgeheimnis und das ist unser Erfolgsgeheimnis. Wir haben die Herausforderungen immer angenommen. Vergesst also die traditionelle Benachteiligung. Wir werden arbeiten, aufklären und kämpfen und bei der Volksabstimmung mindestens eine einfache Mehrheit erzielen. Wir stehen in der Verantwortung. Wir sind dazu verpflichtet, weiterzumachen. Wir sind nicht nur in der Pflicht all denen gegenüber, die seit Jahren Mut, Kraft, Geld und Nerven eingesetzt haben, sondern auch denen gegenüber, die in ganz Deutschland sich von unserem Widerstand eine politische Wende für mehr Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz versprechen. Es geht um unsere Umwelt, um unsere Mitwelt und um unsere Nachwelt. Stefan Essel schreibt, Neues schaffen heißt Widerstand leisten und Widerstand leisten heißt Neues schaffen. In diesem Sinne sagen wir, oben bleiben heißt Widerstand leisten und Widerstand leisten heißt oben bleiben.
Störgeräusch erzeugt haben, wenn eine Spendendose vorbeigekommen ist. Thank you.
Die haben vom Ort aus.